Und da gibt es noch reichlich Luft nach oben. Beide Maschinen haben noch jede Menge Reserven und werden ihre wahre Leistungsfähigkeit sicher noch entfalten. Und auch unseren nächsten Beitrag beginnen wir ebenfalls mit einer Zahl 40%. Um diese Größenordnung verringert sich die Umweltbelastung durch den Einsatz von gleisgebundenen Bauverfahren in Fließbandtechnik gegenüber konventionellen Methoden. Eine Baustelle nordwestlich von Hamburg liefert hier ein Beispiel. Weniger Lärm, weniger Stickoxide, weniger Feinstaub, weniger Treibhausgase. Diese Baustelle war aus ökologischer Sicht ein Meilenstein. Denn die ausführliche Untersuchung der Ökobilanz zeigt, dass der gleisgebundene Umbau um bis zu 40% ökologischer und damit nachhaltiger ist als das gleislose Verfahren mit Bagger und LKW. Saniert wurde ein Abschnitt zwischen Hamburg und Cuxhaven, komplett mit Planungsverbesserung, Bettungsreinigung, Schienen- und Schwellenwechsel sowie gründlicher Durcharbeitung. Weil die eingesetzten Maschinen ausnahmslos alle nur im Baugleis arbeiteten, konnte der Zugverkehr am zweiten Gleis aufrechterhalten werden. Auch die Materialtransporte erledigten die Maschinen selbst. Das bedeutet weniger Lärm, Staub, Abgase und Verschleiß an der Infrastruktur. Und witterungsbedingte Qualitätsprobleme werden durch die eingesetzten Technologien nahezu ausgeschlossen. Das Fazit: Mit dem Upgrade vom Fließband ist die Bahninfrastruktur einen großen Schritt weiter auf dem Weg zum Erreichen der Klimaziele.